bemerkenswertes Buch gemacht hat, 10 Thesen sozusagen gegen den Hass. Habe darin eine, auch schon wieder bei Statistik, eine Statistik gefunden, dass es tatsächlich, obwohl es gefühlt anders aussieht, die allermeisten Terroranschläge keinen muslimisch-fundamentalistischen Hintergrund haben. Ist das richtig? In Europa ist das richtig. Ich habe das bei der Vorbereitung dieses Buches auch mit Erstaunen festgestellt. Laut Europol gab es im Jahr 2010, Europol ist die Europäische Polizeibehörde, 249 Terroranschläge in Europa. Davon hatten lediglich 3 einen islamistischen Hintergrund. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ich wusste, dass der Terrorismus, der muslimische Terrorismus hier übertrieben wird. Aber 3 kann doch nicht sein. Also habe ich recherchiert und recherchiert. Es sind 3. Die größte Zahl der Anschläge wird von Unabhängigkeitsbewegungen durchgeführt, wie der ETA und Ähnlichem. Mhm. 3 sind es. Und wir blasen das riesig aus. Was aber ja auch die meisten Toten. Ja, was ja auch verständlich ist nach diesem Massenmassaker, das der Verbrecher Bin Laden angerichtet hat. Aber in Europa 3 von 249, das sind die richtigen Zahlen. Sie sagen, interessantes Zitat aus dem Buch, objektiv betrachtet ist der muslimische Terrorismus die gewalttätige Antwort einer winzigen extremistischen Minderheit, und jetzt kommt's, auf die gewalttätige Politik westlicher Mehrheiten. Ja, das erste ist mal was Wichtiges, das ist eine Minderheit. Ich reise in die muslimische Welt, deswegen bin ich über die Dinge, die Herr Sarrazin erzählt, und ich glaube, wir haben uns ja einigermaßen anständig ausgetauscht. Ich wollte nicht die 500. Sarrazin-Diskussion führen, deswegen bin ich so erstaunt über das, was Sie sagen. Ich reise seit über 50 Jahren in muslimische Länder und erlebe dort liebenswerte, hilfsbereite Menschen, für die Nächstenliebe ein viel größerer Wert ist als für uns. Und Menschen, für die Al-Qaida etwas ganz Schlimmes ist. Ich war letzte Woche noch in Libyen und immer wieder kamen Menschen auf mich zu, also mit 3 Aussagen. Deutschland ist toll. Ich habe erst gedacht, die schimpfen auf uns, weil wir nicht bombardiert haben. Deutschland, wunderbar. Also wenn ich sagte, ich bin Deutscher, good country, Germany, wonderful. Sie lieben Deutschland und Sie sagen, bitte gehen Sie nach Deutschland und sagen, wir wollen weder mit Gaddafi etwas zu tun haben, noch mit Al-Qaida. Die lehnen Al-Qaida genauso ab wie wir. Das ist eine überhaupt nicht gewalttätige Welt. Und wenn Sie die letzten 10 Jahre zurückgehen, jetzt nenne ich mal, Sie sind ja ein Freund von Statistik, jetzt mache ich auch mal eine Statistik. Dieser Massenmörder Bin Laden, der hat nicht nur Menschen ermordet, er hat Vorwände für Kriege geliefert, er hat das Bild des Islam verdüstert. Mhm. Dieser Massenmörder hat im Westen, also in Amerika, in Europa und in Australien in den letzten 20 Jahren 3500 Menschen ermordet. George W. Bush hat im selben Zeitraum mehrere hunderttausend Zivilisten im Irak ermordet, getötet für nichts, ohne jeden Grund, mit einem erfundenen Kriegsgrund. Und das sind die Realitäten. Und dass da irgendwann irgendwelche verrückten Wahnsinnige, die ich nicht akzeptiere, ich war Richter in einem deutschen, nur ein paar Monate deutschen Terrorismusprozess, dass es irgendwelche Menschen gibt, die dann denken, sie müssten sich mit Gewalt wehren, wundert mich nicht. Es wundert mich dann, dass es von 249 nur 3 sind. Ich sage, der Terrorismus ist wirklich die Antwort einer winzigen Minderheit, winzige Minderheit, winzige Minderheit.